Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut und schön, dass ihr alle noch da seid. Ihr wisst gar nicht, wie gut es tut, diesen Satz wieder zu sagen. Und ich bin ja richtig froh, dass ich mich jetzt hier überwunden habe und mich vor die Kamera gesetzt habe und das Ganze wieder aufnehme. Es ist jetzt ganz schön viel Zeit vergangen, eine ziemlich lange Pause. Es hat sich sehr viel getan und ja, mir fiel der Start irgendwo schwer, weil ich nicht weiß, ja, wie ich euch hier updaten kann, auf dem neuesten Stand bringen kann. Ich habe jetzt einfach gedacht, wir machen das peu à peu. Als erstes Mal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken. Bei all den lieben Nachrichten, für all die lieben Päckchen, Pakete, für die finanzielle Unterstützung, für alles, was ihr euch habt einfallen lassen. Vielen, vielen Dank. Wir sind total überwältigt von dieser Hilfe. Hilfsbereitschaft immer noch und ja, wir wissen gar nicht, wie wir uns da bedanken sollen, auch bei jedem Einzelnen. Ich möchte mich am liebsten bei jedem Einzelnen von euch bedanken, weil das ist einfach ja etwas, womit ich auch niemals gerechnet habe. Ich wusste, dass wir eine tolle Community sind, aber dass wir so toll sind und dass wir uns so toll aufeinander verlassen können, damit hätte ich nicht gerechnet und damit habt ihr mich total überwältigt. Ihr habt uns sehr, sehr, sehr geholfen in den letzten Monaten, um unseren Alltag möglichst schnell wieder normal gestalten zu können, auch für die Kinder. Ihr habt sehr, sehr viel auch an die Kinder gedacht. Vielen, vielen Dank. Ja, das war einfach ganz, ganz toll. Wir sind jetzt hier in einer Wohnung untergekommen. Die ist 10 Kilometer von unserem Wohnort, Zuhauseort entfernt. Genau, die Kinder gehen aber weiterhin in ihren Kindergarten und in ihre Schule. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen mehr Fahrerei. Bezüglich der Kinderbetreuung. Aber ansonsten haben wir uns jetzt hier weitestgehend heimelig eingerichtet. Wir haben versucht, es so gemütlich wie möglich zu gestalten, ohne jetzt hier auch noch groß Mittel einfließen zu lassen, weil ja, das Projekt Haus natürlich schon genug frisst. Aber es ist uns sehr, sehr gut gelungen. Wir fühlen uns auch sehr wohl hier. Wir haben sehr nette Vermieter und das ist alles, ja, uns geht es wirklich gut den Umständen entsprechend. Und wir haben noch großes Glück im Unglück gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Anderen geht es da immer noch viel, viel schlimmer als uns. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar, auch für die große Hilfe hier vor Ort. Genau. Ja, auf dem Kanal. Ich bin im Moment am Vorbereiten, dass ich euch so ein bisschen die Lesemonate noch so ein bisschen nachhole, dass ihr auf jeden Fall einen Überblick bekommt von dem, was ich gelesen habe. Dann habe ich mir überlegt, ich möchte an meinen Sub rangehen. Das soll ein ganz großes Projekt nächstes Jahr werden. Und da habe ich mir ein neues Format überlegt. Und zwar heißt das Format dann 5 vom Sub. Ich habe nämlich überlegt, dass na, helft mir mal gerade auf die Sprünge, die Rache des Sub, dass das Format nicht so richtig auf mich passt oder auch nicht auf das, wie ich mit meinen Sub-Büchern umgehen möchte. Also ich möchte nämlich nicht sagen, Bücher, die ich letztes Jahr gekauft habe und noch nicht gelesen habe, dass die jetzt aussortiert werden, wenn ich es nicht schaffe, die in einer gewissen Zeit zu lesen. Das ist nicht meine Intention, warum ich einen hohen Sub habe. Deswegen denke ich mal, dass 5 vom Sub für mich besser funktionieren würde. Ich habe mich inspirieren lassen von Vilja, die hatte mal so ein Format 5 von der Langsam, 5 von der Wunschliste. Und ich werde das ähnlich machen mit den Büchern 5 vom Sub. Und zwar werde ich 5 Bücher am Anfang eines Monats anlesen. Ich habe mal so an 50 bis 100 Seiten gedacht, je nachdem. Und werde nach diesen 50 bis 100 Seiten entscheiden, das Buch lese ich weiter oder das Buch wird aussortiert, das ist gar nichts für mich. Oder das Buch ist interessant, aber catcht mich gerade zur jetzigen Situation nicht. Passt irgendwie nicht auf meine Lebensumstände, kommt aber vielleicht noch mal irgendwann. Also ja, ich versuche das einfach in diese drei
Kategorien einzuteilen. Das heißt, wenn das Buch gelesen wird, dann würde ich das auch gerne in diesem Monat dann beenden. Wenn das Buch abgebrochen wird, weil es mich nicht mehr interessiert oder weil mir der Schreibstil nicht gefällt oder Aspekte aus der Geschichte nicht gefallen, werde ich das Buch aussortieren und weggeben. Und wenn das Buch aber nur gerade meinen zeitlichen Nerv, meinen innerlichen Nerv nicht trifft, dann darf es wieder auf den Sub und ich versuche es zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal. So würde ich gerne vorgehen. Jetzt haben sich in den letzten Monaten hier auch ziemlich viele Rezi-Exemplare angehäuft. Die würde ich jetzt gerne peu à peu zuerst abbauen. Damit würde ich gerne starten. Ich habe noch so überlegt, das Ganze hätte dann auch den Vorteil, dass ihr am Anfang des Monats wisst, weil ich euch die Entscheidung ja dann auch schon mitteile, was mit den Büchern passieren wird. Dann wisst ihr, was ich für diesen Monat auf jeden Fall lesen werde. Vielleicht bleibt es nur bei diesen Büchern, je nachdem, wie dick die sind. Oder es kommen noch ein paar Bücher dazu für den Lesemonat. Dann muss man einfach sehen, wie sich das so entwickelt, das Format. Auf jeden Fall wüsstet ihr dann Bescheid, welche Bücher ich auf jeden Fall lese. Und wenn die bei euch auf dem Sub stehen, könntet ihr einfach mitlesen, wenn ihr da Lust drauf habt. Oder ihr sagt, ihr tut euch zusammen und wollt eine Lesegruppe machen, weil das wird etwas werden, wo ich so ein bisschen kürzer treten werde mit Leserunden. Wenn ihr euch aber untereinander unter meinen Videos dann findet und die Hand hebt und sagt, hier, ich würde das gern mit der und der zusammenlesen, dann kann ich euch sehr gerne Leseabschnitte in meiner Facebook-Gruppe gemeinsam lesen einrichten und ihr könnt euch zusammenschließen unter den Videos und das dann in dieser Gruppe lesen. Das ist gar kein Problem. Ich würde das dann abhängig machen, wie vollgepackt der Monat ist, ob ich mich daran beteilige oder nicht. Ich würde das dann schon versuchen, wenn ich weiß, da läuft was. Aber ich möchte mir da auch keinen Stress machen, weil das funktioniert im Moment für mich noch gar nicht. Also unter Druck lesen geht gar nicht. Das habe ich jetzt schon mehrmals gemerkt. Das funktioniert einfach nicht. Im Moment muss ich so gucken, wie das zeitlich passt und wie das auch mental funktioniert. Also ich habe Tage, da ja, ist es mir einfach nicht zum Lesen, obwohl ich Zeit dafür hätte. Genau, das wäre das neue Format. Ja, und dann hätte ich noch ein paar Fragen an euch. Und zwar, sagt mir mal gerne, was euch noch interessiert. Neuzugänge kriege ich nicht rekonstruiert. Die letzten Monate habe ich das überhaupt nicht nachgehalten. Ich werde jetzt im Dezember ein neues Büchlein anfangen, wo ich die ganz genau aufschreiben werde, die Neuzugänge. Das wird auch anders werden dann jetzt im neuen Jahr. Das startet auch jetzt ab Dezember. Aber die letzten Monate, also seid mir da nicht böse, aber das bekomme ich nicht mehr rekonstruiert. Aber zum Beispiel die Neuerscheinungen, die hatte ich schon bis Ende des Jahres ja rausgesucht. Wenn euch das noch interessiert, ich glaube, das letzte Neuerscheinungsvideo auf dem Kanal war von Juni oder Juli. Das heißt, wenn euch die zweite Jahreshälfte an meinen rausgesuchten Neuerscheinungen interessiert. Ich würde dann auch gucken, dass ich die überall rumgegangen sind und bereits vielfach besprochen wurden, die würde ich dann auch auf meiner Liste streichen, weil da, ja, da gibt es dann auch schon Rezensionen und alles zu. Aber vielleicht finde ich noch ein paar Bücher, die so ein bisschen unentdeckter sind, dass ich mich vielleicht auf die fokussiere. Würde euch das noch interessieren? Oder sagt ihr, ach komm, hakt das Jahr ab und starte fürs neue Jahr? Das würde ich jetzt gern von euch abhängig machen. Ja, und dann gucken wir einfach mal, wie das jetzt so laufen wird die nächste Zeit. Ich versuche euch regelmäßigen Content wieder zu bringen, aber ich kann es euch nicht versprechen. Ich will da ganz ehrlich sein, es ist noch ziemlich viel, was wir regeln müssen, was wir zu klären haben. Es ist noch ziemlich wuselig auch, was die Kinder angeht. Die haben auch noch nicht wieder ihren Rhythmus von früher drin, was Schlafenszeiten und so angeht. Also die Tage sind sehr unberechenbar und ich kann sie nicht vorhersehen. Deswegen wäre das blöd, jetzt irgendwas zu versprechen, was ich nicht halten kann. Ich versuche so regelmäßig wie möglich. Es kann aber auch sein, dass dann mal wieder
eine Lücke dazwischen entstehen wird. Oder ja, wir peilen im Moment mal so den April an, März, April, für wieder umzuziehen. Da kann es dann auch sein, dass dann nochmal ein größeres Loch folgt, je nachdem, wie der Umzug dann vonstatten geht. Aber da würde ich euch dann auch einfach auf den Laufenden halten. Genau, ja. Und das war jetzt erstmal alles, was ich euch sagen wollte und was ich euch updaten wollte. Ich kann euch jetzt auch nicht versprechen, dass dann das nächste Video schon am kommenden Sonntag hochkommen wird. Ich muss jetzt einfach mal abwarten, wie gut das hier fluppt mit meiner Rekonstruierung, was ich gelesen habe. Das ist auch gar nicht mal so einfach, weil ich jetzt natürlich die Inhaltsbeschreibungen und meine Meinung nicht sofort nach Beenden des Buches aufgeschrieben habe, sondern da sind ja jetzt auch schon ein paar Wochen und Monate zum Teil her. Da muss ich mal sehen, ja, wie viel ich euch da noch zu den Büchern sagen kann. Und ja, jetzt bleibt mir erstmal nichts weiter, als euch schon mal eine schöne, gemütliche Adventszeit zu wünschen. Macht es euch schön, macht es euch gemütlich und ja, dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder und ja, ganz, ganz liebe Grüße von mir, ein kleines Lebenszeichen und ja, hoffentlich dann bis vielleicht jetzt am Sonntag oder nächsten Sonntag zu den ersten gelesenen Büchern. Ich muss mal gucken, ich habe den Lesemonat Mai, ist glaube ich der, der als nächstes hochkommen müsste. Den hatte ich noch gedreht. Vielleicht kann ich das Video schon mal mit einem kleinen Vorspann noch von mir euch dann schon mal am Sonntag hochladen. Ich guck mal. Ich gucke mir das Video mal an, was ich da so über die Bücher gesagt habe und entscheide dann mal. Genau, ja. Also, macht es gut, lasst euch nicht zanken, lasst es euch gut gehen und ja, es würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann bald regelmäßig wiedersehen. Bis dann, macht's gut!